Newsletter getippt. Und vielleicht kriege ich wieder ja, emotional. Weil seit April, circa seitdem ich mein, ja, ein bisschen später, nachdem ich mein Yoga-Teacher-Training beendet habe und wir weiter nach Guatemala sind, ist plötzlich so viel Wut in mir aufgekommen und ich habe mich den ganzen Sommer ziemlich blockiert gefühlt und auch sehr unkontrolliert und auch sehr, als würde ich Schritte nach hinten gehen. Als würde ich nicht mehr einfach, ja, als könnte ich mich nicht mehr beobachten und irgendwie normal reagieren oder mit Abstand oder Weise oder super spirituell und ja. Natürlich, die Wut habe ich dann in einem ausgelassen. Und zwar ganz extrem. Also ich war nicht einfach nur ein bisschen wütend und habe ein bisschen laut. Ich war sehr laut. Ich habe Sachen rumgeschmissen. Ich habe Sachen zerstört. Ich hatte so einen Zerstörungsdrang. Ich habe mich so, ich weiß nicht, die kleinste Sache hat mich so verletzt und mich so wütend gemacht. Wenn zum Beispiel einer mir irgendein Feedback gesagt hat, habe ich mich gefühlt, als würde man mir, ich weiß nicht, das Herz rausreißen und einfach rumtrampeln und sagen, dass ich wertlos bin und dass wenn ich das nicht so und so mache, dass das dann ja, einfach nichts ist. Und ich habe mich selbst so viel Druck gemacht. Druck gemacht, dass ich das irgendwie so und so machen muss und ja, aber es hat irgendwie einfach nie geklappt. Ich habe es auch nicht wirklich mit ihm geteilt, außer hat der Adam hat es mitbekommen und meine Familie hat es dann mitbekommen, dass wir in Zeiten waren und dort halt gestritten haben. Seine Familie hat es mitbekommen, dass wir bei ihm im Haus waren und wir gestritten haben und dann ja, und irgendwann im Juli hatte ich dann habe ich einfach gespürt im Sommer, dass ich kann es, also ich schaff das alleine nicht. Ich muss mir irgendwie Hilfe holen. Und dann bin ich auf das Theta Healing gekommen. Das war ja wirklich so für Zufall. Ja, ich habe nicht genau gewusst, wie was für eine Hilfe ich mir holen kann. Aber ich habe irgendwie darauf vertraut, dass sich das zu mir findet. Und so war es dann auch. Und dann habe ich das Theta Healing entdeckt bei Kathi. Und Kathi kenne ich eigentlich schon von früher. Sie hat immer so vegane Potlucks organisiert. Und sie hat früher sehr viel mit so körperliches Detox gemacht. Und dann dass ich halt auf Facebook ist mir von Profilen gesprungen. Ich habe kein persönliches Facebook, das ist, ich habe keine Freunde oder so auf Facebook, dass es irgendwie so einfach passieren kann. Aber ich habe ihr Profil gesehen und ich bin auf ihrer Webseite gesehen, dass sie halt jetzt auch Theta Healing macht. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und habe jeden Blogpost verschlungen, ihre Videos. Ja, und gedacht, okay, das ist es. Das muss ich ausprobieren. Und habe ich einen Termin gebucht und das war dann so etwa eine Woche oder 10 Tage später. Und das war. Ich war so nervös. Das war so krass. Bei Theta Healing geht es darum, dass die Person, die das Theta Healing nicht macht, und du kannst es auch an dich selbst anwenden, kommt in den Theta-Zustand. Und das ist quasi ein Bewusstseinszustand. Ist so tiefer ins Unterbewusstsein jetzt als die Meditation. Noch eins weiter ist wirklich so Tiefschlaf und Schlafen. Und man dachte, dass man nur dann wirklich so sich mit dem Unterbewusstsein verbinden kann. Aber das ist schon eben, wenn die Theta-Wellen im Hirn aktiviert sind.
Und es geht darum, dass man entdeckt, was man eigentlich so für Glaubenssätze im Unterbewusstsein verankert hat. Man kann so einen Muskeltest machen. Ich verlinke euch alle Texte. Man kann einen Muskeltest machen, was auch sehr spannend ist. Und dann macht sie in der Meditation, löst sie das auf bei dir. Und es kann natürlich mehrere Sitzungen geben, weniger. Es kommt halt wirklich darauf an. Und ja, bei mir ist das so herausgekommen, dass ich eigentlich... Ich fühle mich ungehört. Ich habe das Gefühl, dass ich laut sein muss, damit man mir zuhört, aber dass ich quasi nicht, ich kann nicht erfolgreich sein, wenn ich meine Gefühle zeige. Das ist ja dann wie so ein Teufelskreis, weil dann halte ich meine Gefühle zurück, weil ich das Gefühl habe, wenn ich meine Gefühle nicht zurückhalte, kann ich meinen Lebensweg, meinen Seelenweg, meine Mission hier auf Erden, wie immer du das nennen möchtest, kann ich das wieso nicht nachgehen. Ich kann es nicht völlig entfalten, solche Glaubenssätze können aus dem Leben sein, die können aber auch aus früheren Leben sein. Spielt eigentlich keine Rolle, woher der Glaubenssatz schlussendlich kommt, wenn du realisierst, dass du ihn nicht mehr bei dir behalten musst. Aber jedenfalls ist dann eben das herausgekommen und dass ich aber auch das Gefühl habe, dass um meinen Lebensweg zu gehen, muss man mich hören, muss ich laut sein. Und da hatte ich so ein bisschen ein paar Aha-Momente, weil ich manchmal ja auch so das Gefühl hatte, ich habe das natürlich auch gespürt, weil ich geschrieben habe, aber dass ich halt nur aufrüttelnde Texte schreiben muss, das so sanft und liebevoll, das hören die Leute nicht. Und halt einfach zu realisieren, dass ich meinen Weg gehen kann, auch wenn ich von niemandem gehört werde. Dass niemand muss. Und halt auch zu programmieren, dass ich schon gehört werde und dass ich auch zuhören darf den anderen und dass das nicht immer irgendwie eine Kritik an mir in mich ist oder dass ich dann nicht irgendwie, dass ich dann weggestoßen werde. Ja, das war sehr, sehr, sehr spannend, hat auch sehr, sehr gut getan. Ich hatte danach eigentlich wirklich so, ich bin danach nach Berlin gegangen, war auch sehr gut und weil ich diese Zeit für mich hatte und so ein bisschen Abstand von allem. Ich habe dort auch sehr viele Aha-Momente gehabt. Ich bin dort viel mit Shivamukti-Yoga und viel wieder Herz geöffnet, was so lange verschlossen war irgendwie die letzten Monate und Wochen. Und das spürt man dann auch, weil man hat dann kein Gefühl auch für sich und auch für andere. Nun, jedenfalls bin ich dann zurückgekommen und ich hatte dann... Ich hatte nochmal einen ganz krassen Wutanfall. Ich hatte sehr oft, jetzt war es echt immer gegangen und ich konnte es irgendwie, ja, es nicht unterdrücken, das ist nicht das richtige Wort, aber ich konnte es wie so mehr so von außen beobachten und sehen, anstatt gleich zu reagieren und gleich auf den Zug aufzuspringen. Ja. Und dann, hatte ich einen ganz krassen Wutanfall und dort hat es halt auch wirklich auch so, bei allem ist so, hat so den Deckel quasi gehoben und das Wasser ist übergelaufen und ich habe gefunden, es muss sich was ändern, weil sonst geht es so nicht weiter mit uns. Ist wie so, er müsste sich auch selbst respektieren, was ich auch verstehe, weil ich meine, es war für uns beide... Es ist überhaupt nicht gesund, wütend zu sein. Es kann krasse Schäden verursachen in deinem Körper, wenn du die ganze Zeit zu wütend bist. Das ist wenigstens ungesund. Das ist echt wie Gift. Und das bringt auch, da kann ich ja auch noch so gesund essen. Und ich kann noch so viel Sport treiben. Wenn ich wütend bin, ist für mich nicht gut, ist für andere nicht gut. Und hat eigentlich so einen. Die Leute, es ist für niemanden gut. Aber klar, es geht nicht darum, dass man eben Wut unterdrückt. Und das ist es ja. Ich habe dann angefangen, nach dem zweiten Streit habe ich dann angefangen mit ganz meinen Ritualen. Ich habe selbst mit mir einige Zeremonien gemacht mit Feuer und Sachen verbrennen und neue Spielregeln für mich schaffen. Neue Spielregeln abschreiben, was für mich echt Erfolg ist und was Arbeiten ist. Und ich darf sowas von, ich muss überhaupt nicht selbst
Druck mache. Ich mache mir so krassen Druck selbst und das bringt mich dann einfach nirgends hin. Und hat auch nur diesen Perfektionismus loslassen, deshalb mache ich das Video auch jetzt. Und ja, wurde ich gedacht, Video ist nichts für mich, weil ich gedacht habe, ich muss es perfekt machen. Dann stehe ich halt immer wieder auf und schaue, ob die Kamera noch läuft, weil ja. Jedenfalls habe ich dann letzte Woche mit meiner Freundin geskypt. Das war vom Yoga Teacher Training. Sie ist schon ein bisschen älter als ich und sie ist Psychologin. Und sie hat dann gemeint, sie hat dann ein paar Übungen mit mir gemacht und sie hat gemeint, dass ich eigentlich, wieso mir gar nicht erlaube, meine Sachen zu fühlen, sondern dass ich das dann wie so unterdrücke, weil ich das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit perfekt, ich muss die ganze Zeit irgendwie die Leute motivieren, inspirieren, Leichtigkeit und bla bla bla. Und ich habe das auch gespürt jetzt, dass ich das wirklich so seit dem Yoga-Teacher-Training und seit all diesen Sachen das Gefühl gehabt habe, oh, ich kann jetzt nicht mehr so schreien. Oh, nach all den negativen Reaktionen, nachdem Adam und ich unsere Story da im Februar seiner Ex-Freundin geteilt haben, und so viel negative Kritik erhalten und so gedacht, nein, ich darf das nicht mehr teilen, die Leute nehmen mich nicht ernst und bla bla. Und jetzt, heute, eben meine Freundin hat mir gesagt, ich soll 2 Tage in der Woche sitzen und einfach fühlen. Entweder kann ich mich selbst in Traurigkeit bringen oder in Wut und, oder tanzen oder laut sein oder was auch immer, aber für mich alleine in einem Raum, wo ich niemandem schade. Und zuerst habe ich so ein Gefühl. So, wie gesagt, ich sage nicht, dass ich das jetzt alles irgendwie bereue und oh mein Gott, so schlimm und bla bla bla. Nein, das ist jetzt passiert und es war gut, weil ich so viel jetzt ich gelernt habe und es mir hilft, tiefer zu gehen und halt mich selbst wirklich mehr anzunehmen und aufhören mit diesem verdammten Perfektionismus und diesen Dingen, die wir irgendwie in der Schule aufgeschnappt haben, was Erfolg ist und wie Erfolg sein muss und dass ich mich dann selbst stresse, auch wenn ich irgendwie das total frei lebe und ich mich überhaupt nicht stressen muss. Und ja, und dann habe ich irgendwie einen Tag nach der Täterhebungssitzung habe ich halt angefangen, Sachen aufzuschreiben, die ich machen möchte und habe hab so viele Ideen und das erfüllt mich so. Ich habe angefangen, Workshops zu geben zum Thema Empowerment, wie man sich seine Stimme fühlt in dem Alltag und seine Gedanken und Gefühle frei kommuniziert und halt auch, das habe ich jahrelang nicht gemacht. Ich konnte nie über nichts sprechen. Nichts. Was jetzt sich ganz total geändert hat, das gibt es jetzt nicht mehr. Und ich würde so gerne am 1. Oktober ist Neumond und das ist jetzt für alle Frauen, entweder liebe Männer, aber das ist nur für die Frauen, möchte ich einen Women Circle machen am Freitagabend, am 1. Oktober. Und wir werden, ich verlinke dir mehr Infos unten, du kannst dich dafür anmelden und das ist dann für Neumond-Zeremonien und das ist sehr gut halt, um weibliche Energie zu kultivieren, aber auch halt so in die Welt zu bringen und dass Frauen sich treffen und diesen Bund zusammen haben und ja, und wir werden Sachen für uns manifestieren und ja, es wird wunderschön, ja, es wird online sein und kostenlos und ja, ich habe noch einige andere Sachen, ja, das spielt jetzt gerade keine Rolle. Jedenfalls, danke. Danke dir fürs Zuhören, fürs Schauen. Und ich hoffe, dass dich das irgendwie inspiriert und dass ich einfach sagen möchte, dass für mich der richtige Weg ist, auch wenn ich jetzt gehört habe von vielen, ja, ist ja vielleicht schauen, was ich teile im Internet und nicht alle Menschen werden das verstehen und bla und bla und das. Ich habe jetzt über die Zeit. Ich habe jetzt gespürt, wie das ist, wenn ich nicht wirklich so viel es teile. Und ich muss sagen, das ist nicht mein Weg. Weil ich dann schnell in die Falle tappe, wo ich halt, oh mein Gott, perfekt sein möchte. Und das perfekte Bild und das perfekte Paar und das perfekte Gemüse. Und das möchte ich nicht. Das ist nicht meine Mission in diesem Leben. Meine Mission ist es, ehrlich zu sein.
verdammt ehrlich, zu teilen, damit du siehst, dass du nicht alleine bist mit deinem Shit. Ja, ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich das sage, aber ich meine es ernst, weil, ja, wir brauchen nicht noch jemand anders Perfekten im Internet. Nee, absolut gar nicht. Es gibt so viele tolle Seiten, wo man sonst viele tolle Tipps bekommt, aber das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist es, meine persönliche Geschichte mit euch zu teilen. Aber ich muss es nicht, weil ich mich im Vordergrund stellen möchte, sondern weil ich euch damit inspirieren möchte. Weil ich sehe, wie viele wunderbare Nachrichten ich dadurch bekomme, wie ihr euch mit mir verbinden könnt. Und das bedeutet mir, oh, das bedeutet mir so viel. Auch wieder Gänsehaut. Ja. Ich habe auch angefangen, seine Praise, seine Dankbarkeitsseite auf meinem Blog zu erstellen. Und auch auf Facebook kann man mich bewerten. Eben, ich mache nur Bewertungen, weil ich mag das Wort nicht. Aber ihr könnt dort einfach euer Feedback, eure Gedanken zum Blog und zu mir teilen. Ja, so, danke. Ja, danke vielmals. Das fühlt sich jetzt richtig erleichternd an. Ja, ich hoffe, es hat es aufgenommen. Das nicht auch. Danke. Mua!